Hallo. Schönen guten Morgen. Ja, ich habe jetzt das nächste Set. Es sind ja noch zwei geblieben. Ja. Das und das, die beiden noch in Blau. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen vorgearbeitet, habe hier ausgepackt, das Set und eben diese drei Farben sind dabei und das Schwämmchen. Ne? So, ich habe auch einige Masken schon vorbereitet. Ja, je doppelt habe ich sie so ausgeschnitten, ne, dass ich je zwei habe. Für den Fall. Auch als Reserve. Und das kann ich dann alles in eine Tüte dann mit reinlegen, auch für demnächst, wenn es man. Das man nutzt, ne, habe ich einfach ja die Schablone aufgelegt und auch die sogar die Libelle, ne, und eben mit dem Kuli so richtig schön ordentlich die Umrisse aufgemalt und ja, dann nehme ich immer dann zwei Blatt und schneide sie dann aus. Und hier diese klebrige Schicht, die ist echt schön breit hier. Und da soll viel von dem Motiv wünschenswert ist es, dass da auf dem klebrigen Streifen platziert wird. Ne? Rest ist ja okay, Hauptsache man hat den Halt. Ne? Hier ist es da oben, eben beim Blatt, ne? Da. So eine Schicht, ne, ist echt ausreichend, finde ich. Auch bei den Blüten da, ne, sieht man die Schicht. Muss unbedingt dann viel davon genutzt werden, ne, die Fläche. Und deswegen habe ich dann auch die Libelle da so platziert. Und ich schneide genau die auf der Linie. Voriges Mal hatte ich auch außerhalb der Linie ausgeschnitten teilweise und das war nicht so gut. Hat schon ein bisschen überdeckt, deswegen dachte ich, naja, bleibe ich dabei, weil das ist ja kein Stempel, das hat dann keine Außen Konturen, ne, die auch wichtig dann müssen, weil wenn man Stempel abdeckt, ne? Stempelabdruck, da muss auch die Außenlinie richtig mit ausgeschnitten werden auf der Maske, ne? Dass man die Linien genau alles überdeckt, ne? Nicht, und nicht rauskommt, ne? Das ist auch so eine Sache. Und deswegen, ja, genau auf der Linie ausschneiden, das ist schon okay. So, das mache ich auch das noch. So, und dann habe ich auch diese ganze filigrane Maske, ne? So, habe die, wie gesagt, ja, hier sind ja zwei Blumen. So und so, ne? Dann drei Blätter und Schmetterlinge, ne? Und dann ist hier, ne, so was, das dann ergänzt wird und dann auch diese hübsche Schablone. Und zwar, ich habe die jetzt ja, die ich habe sie wieder abgemacht, aber hier habe ich so mit Washi Tape ausgelegt und möchte die Schablone dann drauf fixieren. So. Gerade schön ausrichten. So.
Sorry, ich bin wieder am Wackeln. Ja, ich würde sagen, so ist okay. Dann mache ich sie wieder fest. So, und dann habe ich sie von der Rückseite, ne, so ein Blatt wieder. Oh, Mensch. Ich darf sie nicht bewegen. Und ich nehme noch ein Stückchen Washi-Tape. So. Warte mal, ich muss noch mal drehen. Na Mensch, will nicht. Wenn es zu stark klebt, ist auch doof, ne? Und dann, wenn es wenig klebt, ist. So. Wo habe ich dich hin? Hier. So, ich habe es noch an den Ecken ein bisschen fixiert, da und da. Okay. Und das wird dann als letztes gemacht, ne? Obwohl ich hatte erstmal gedacht, ich kann sie ja erstmal mit der Schablone was machen, ne? Ein extra Design, die wird zu groß sein, ne? Für sich, und dann kann man die diese Blumen, ne, kann man ausschneiden und auch auflegen. So wäre es auch die Möglichkeit. Noch eine Variante zu gestalten. Naja, dieses Washi hält nicht. Ich muss wahrscheinlich doch diese Maskentape rausholen. Aber egal, ich mache es meist mal so weit. Mensch. Naja, es geht noch. Es geht noch. So. Die andere Seite. Auch noch. Mensch. Was soll ich mit dir machen? So, und dann die Mitte, die bleibt so, nur so ein bisschen schattiere ich. Und dann, das ist so ein bisschen nur andeutet, ne? Dieses Muster, ne? Ist ja wichtig, dass das zu sehen ist. Mir nicht. Ja, ich würde sagen, so ist es schön. Ja, so eine Variante, ne? Und auch das Muster kann man sehen. Okay, das ist einmal. Weiter. Wo habe ich mein Papier? So, das ist. Und dann wieder Papier. Ich wollte mal das noch mit den Farben. Ja. Sieht ganz anders aus, ne? Aber egal. Mache ich mit den Farben, was da mitgegeben ist. Eventuell, ich habe jetzt auch
diese Box schon fast gefüllt, ne? Guckt mal. Diese Farben, was mitgeliefert wurden. Ich hatte auch die aus den Teddy da drinnen schon. Dachte ich, naja, kann ich hier reinstellen. Und dann habe ich auch die Schwämmchen alle mit reingestellt. Ja, soweit passt es. Wenn, dann kann ich ja für die nächsten Farben auch die dann in die nächste Box machen und für das für diese alle Platz zu machen. Aber mal schauen, wie es so weiter sich entwickelt. Deswegen, ich habe da die Farben. Und, ne? Ja, bei uns sind die auch jetzt weg soweit. Schade. Ich dachte, kommen noch auch andere Farben. Es gab ja auch ne, weiß-blau oder so. Ich hatte ja die so erwischt, nur 49 Cent. Ne? Und weil Stempelkissen, die müssen ja in eine Dose verpackt sein, ne? Dass sie nicht trocknen. Gut, so, dann gehen wir weiter und fangen an mit den Rosen. Ja, es ist wieder, ich glaube, das ist so wie der Hibiskus. Was denkt ihr? Hatte ich so gedacht, kann sein, ne? Hibiskusblüte oder sieht so aus, ne? Ja, okay, dann, wie soll ich die dann legen? Ich würde sagen, das, bin ich gar nicht sicher, wie das jetzt. Ah, doch, das ist wahrscheinlich, das sind die drei und das sind die drei. Ach ja, jetzt aber. Okay. So, so das. Ja, dann setze ich sie so wie auf dem Bild weiter. So. Bisschen fixiere ich. Dann kommt maskieren. Dann kommt es. Ja, ist ja schon das immer das Gleiche, ne? Ist langweilig, aber muss sein, mache ich dann eben so das da und ja, was kommt jetzt erstmal die helle Farbe, ne? Okay, bin ich jetzt diese. Und die Welle. Ja. Ja. So lila wie auf dem Bild kann ich das nicht bestätigen, ist es ja. Aber egal, ne? Ich glaube, von den anderen da, die lila Töne sind besser sogar. So, ich mache mal schön diese Konturen. Aber so eine ganz zarte wird es vielleicht. Mal schauen. Okay. So. Ah, so. Kommt das?
Schwämmchen. Bisschen die Farbe reinziehen. Okay, das. So, dann ist es soweit. Dann kommt die nächste drauf. Na, wie warst du denn jetzt? So ein bisschen. So muss es sein. Okay. Ja. So, dann kommt. So, das da. Okay, kommst du jetzt? Nee, warte, ich hatte lila. Das ist rosa. Das war lila. Lila, dann lila, ne? Okay, so ist das so eine rausgekommen, ne? Ja, sieht schon aus. Ich dachte noch, wie sollen denn diese Schichten von Blüten drauf kommen? Aber ja, alles soweit. Okay, und dann. Die kommt noch, ne, drauf. Schon interessant. Kommt die Schicht noch wieder mit dem gleichen Dunkel. Dunkellila. Ja. Schieben die Farbe. So. Dann ich dachte noch, mir fehlt was. Hier so ist geworden, ne? Ich habe die Punkte noch nicht rausgelöst. Da eine Seite hatte ich und die von dem da habe ich vergessen. Warte mal. Ich habe mir diese Prickelmatte geholt. Zum Rauslösen ist besser, ne? Weil da auf dem wollte ich nicht kratzen. Und da, dass man das da, hat sich nicht so leicht alles
Losgelöst musste ich schon ein bisschen vorsichtig. Da mich da. Dann machen, dass das nichts kaputt macht. Ne? Guck, das ist manches, das will nicht. Und da musste ich sogar mit der Nadel so ein bisschen so einen Druck machen. So wie abschneiden diese Punkte oder Teile, dass die sich lösen. Ne? Nochmal. Das funktioniert, soll es ja auch alles top sein, ne? Aber kommt vor, ne? So, jetzt aber. Kommt weg. Dann kommt meine Blüte her. So. Und wie ich das jetzt. Man legt es immer gerade drauf, so oder so, und dann die nächsten legen sich auch so hin. Ist gar nicht so schwer und deswegen ist man da schon auf der richtigen Seite. So, warte, da kommst du noch. Okay. Und dann hier nochmal. Okay. Ach was, ich hätte auch maskieren sollen. Dachte, ich komme nicht drüber. Nein, ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Siehst du, sofort hat man Fleck. Ja, ist so. Egal, so, dann, ach Mensch, ja, ne, maskieren ist immer wichtig. So, die nächste Blüte, so, dann kommst du in die Seite da dran, ne, so ungefähr, da oben hin, ne, ich wollte die jetzt mal so nehmen, wie sie da auf dem Bild ist, dann heißt es, wird gerade aufgelegt, ne? So, ja, maskieren muss ich dran denken. So, ist immer das A und O, ne? Zum Schablonieren oder auch Stempeln, das kommt oft auch zum Einsatz, dass man das dann auch. So. 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 Okay. Wieder das gleiche. Kommst du? Ich decke mal die ab. Das ist das Grün. Und ich hatte hier den kleinen. Und habe ich das fertig. So, dann ist das da. Die nächste kommt drauf. Auch.
habe ich mein Schwämmchen. Okay. So, das ist geworden. Dann kommt noch eine drauf. Mal. Ja, ich könnte auch eine andere Farbe rausholen, aber machen wir erstmal so mit. Okay. Ja, super. Ja, ne? Diese Punkte, guck mal, hier kann man übersehen und dann hat man es. So, und dann kommt noch hier dieses mit den Punkten noch hin. Wo bist du denn da? Ja, hier so. Okay. Warte, ja, genau. Dahin. Kann ich es einfach so machen, ohne maskieren, dass ich da ordentlich bin. Hoffe, nicht drüber kommen. Ah, siehst du, da kann man echt was wieder anrichten. Na gut. Ne, sieht man gar nichts. Hm. Ja, muss vertrocknen erstmal, ne? Aha. Naja, so ein bisschen ist okay. Das ist das. Dann kommt das Blatt. Die Blätter kommen jetzt, ne? Ja, meine Schablone sieht aus. Okay, dann wollen wir mal schauen. Achter. Und dann kommen hier 2 und 1 ein Blatt. Ja. Ja, ne? Andersrum. Ja, hier ist es richtig so. Ich habe zu weit voneinander, aber da kann ich die anderen Blätter wahrscheinlich tiefer reinlegen. Und ich nehme das Blatt so mit rein. So etwas rüber. Ne? Okay, dann muss ich meine Maske anbringen. So, dann nehme ich mal diese.
Und auch diese. So hin. So. Genau, dann kann ich das Blatt so hier legen, ne? Würde ich sagen, okay. Und so, das dann. Ja, dann kommt das Grün. Oh, ja, ich muss wieder ein dunkles Grün holen. Sieht ja. Grün ist ja komisch geworden. Okay, so. Echt, das ist doch irgendwie. Verstehe ich nicht warum. Naja, so, dann ist das eine. Dann kommt das zweite drauf. Dann hole ich mal dieses Grün. Naja. So. So. Oh Mensch, ich habe wieder nicht abmaskiert. Das ist wieder typisch, ne? Mensch, so, ich schick mal. Was habe ich da? Den Salat. Okay, so. Interessant, ne? Naja. So, das nächste. Die nächste Blätter, dachte ich, lege ich so hin. Da so auf die Seite. Das kommt das und dann kommt das hier hin. So, das kommt. Dahin. Ja, werde ich dann eben etwas tiefer reinsetzen. Muss ich ein Blatt abmaskieren. Meine Blätter. Das ist das. Ja, das da. Gut, ich habe mir auch Blätter gemacht, ne? Sonst hätte ich da auch das noch. Es ist okay. Und dann kommt das Blatt. So, maskieren. So, das. Ja, wieder hell. So, muss ich erstmal
kommt das Helle. Genau das. Und so, das kommt auch das noch. Wo hast du denn Armen, Schmutter? So, die bleibt noch drauf. Und dann kommst du noch. Obwohl, wird nicht benötigt, aber wir lassen es drauf, ne? Sonst, das ist nicht doch noch wo Überschuss hat. So. Das. Und das Wichtigste noch, ne? Das, das und das. Okay, so jetzt kommt wieder das Dunkle. So, es ist so, ne, wenn man so viel schon Aufwand hat, möchte man, dass es auch was wird, ne? So, dann haben wir das zweite Blatt, abmaskiert bleibt hier, gucke ich dann drunter, was da wird, ne? ja, jetzt muss ich auch noch das Blatt abmaskieren, ne? Das nächste. Aber bist du hier? Ja, mein Hintergrund leidet soweit schon echt. Aber ja, so werden es kaschieren dann, ne? Also eine Sache. So, das da und du bleibst auch noch da, wo du bist. Genau. Was ist das? Ja, das ist doch halt. Ah, es ist noch feucht, ne? Deswegen. Okay, dann legen wir es vorsichtig auf. Kommt dieses Blatt da zum Einsatz. Sagen, so ist schön, ne? So. Ach ja, so das, das, das. Ja, das ist jetzt, naja, klar. Da. Wie viel Farbe drin ist, ne? Echt interessant. So, das dann kommt wieder. Okay.
ein weiter Weg, heißt das, ne? So haben wir das und dann kommt auch das noch, das drauf. Genau. So, ja. Ja. So, jetzt haben wir auch die Blätter. Nur der Schmetterling. Achso, ich habe die. So, dann kommen die Schablonen. Masken, meine ich. Ab. Oh, ja, das gefällt mir. Hat sich ja gelohnt. Naja, so ein bisschen die Blätter. Müsste ich mal ein bisschen kaschieren. Warte mal. Ich würde sagen, ja, das mit dem Stiel da, ne, mache ich noch eine Verlängerung mit dem anderen, ne, oder mit dem da. So, das ist drunter geht, warte mal. Und da noch ein bisschen unter die Blüte, ne, dass das grün. Naja, es klappt nicht so sehr, aber egal. So, dann haben wir das. Das eine Blatt, komisch, ne, ist das geworden. Ja, ihr Lieben, soweit. Ja. Die hätte auch näher rein können, ne? Bisschen leer. Na gut, dann kommt diese Schablone hin und dann wird es vielleicht gar nicht so schlimm aussehen. Ja, dann muss ich noch mal drauf. So. Das da. So, das, so, und eine hatte ich noch gar nicht genutzt, diese, ne? So, du auch noch, so. Das da. Gut. Ja, komplizierter Schritt. Ja, und die die Libelle, irgendwie habe ich keine Lust. Die lasse ich mal für nächstes Mal. Vielleicht stempel ich so drauf und dann werde ich sie aufschneiden, aufsetzen. Eventuell, ne? So, das mache ich mal erstmal so. Geht ja auch, ne? So. Und so. Wollen wir hoffen. So, dann geht's los. Was nehme ich diesmal? Ich glaube, da ist noch ein bisschen grün drauf. Aber nicht schlimm. Was würde ich denn nehmen? Ja. Okay.
sagen, dieses dunkle Lila. Wenn. Schauen wir mal, ob ich das glaube, ja. Ich könnte auch zweifarbig machen. Mensch, ich habe die verschoben. Warte mal. Da muss ich aufpassen. Das letzte ist noch feucht. So. Man könnte auch diese Schablone auch prägen, ne? Einprägen und dann einfärben, wäre auch gut. Ja, das ist schon echt technisch. Oh, ja, siehst du, ich darf da nicht so hastig drüber, muss ich mal festhalten, sondern technisch echt mit mehr Aufwand, aber ja, man will ja Spaß haben, ne? Nicht so, dass man da ruckzuck und einfach in Produktion geht. Muss nicht sein, ne? Man kann auch so ein bisschen mal was gestalten und reicht dann das nächste machen, ne? So, wisst ihr, das schiebt sich. Bleibst du mal da, wo du sollst sein? Nee, es will nicht. Na, dann bleibe ich so erstmal da. Ja, der Kleber hält noch nicht. Weil feucht ist. Aber ja, doch, soweit würde ich sagen, ist okay. Ja. So, das ist es. Gut. Naja, okay, hole ich gleich. So, da wollen wir mal schauen, was geworden ist. Das, 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 das und das. Ja, es ist eben sowas entstanden. Ja, da in die Mitte, glaube ich. Muss ich mal was mit kaschieren, ein bisschen. Aber da, ne, guck mal, die Maske war ein bisschen falsch. Und die Umrisse, ne, würde ich, glaube ich, noch ein bisschen mit an der Blume, ne. Vielleicht mit Feinliner rüber gehen. Und doch, sonst würde ich sagen, doch. Gefällt mir. Ja, die Farbe war schon ein bisschen etwas dunkel, ne? Aber doch, da kann man ja einen Punkt setzen oder auch was man da guckt oder einen Spruch, wenn man da was kreiert. Nächste Mal, ne, die Blume kann man näher hierher setzen. Ja. Ja, ihr Lieben, das war das, was ich geschafft habe. Und das ist das, was vorgegeben war, ne?
Schmetterling. Ah ja, stimmt, Leute. Ich kann ja den Schmetterling doch machen und dahin setzen, ne? Oh, das würde genau das sein. Dann mache ich ihn extra dann und schneiden aus und setzen drauf. Ja, das wird wohl auch der Weg sein. Aber soweit kann man ja schauen. Gut, wow, das war schon eine große Arbeit. Ja, das war dieses Set. Doch, ich würde sagen, einfach, wie man sagt, ohne Kamera hätte man sich da so entspannen können. Aber so ist das eben, ne? Man kürzt die Zeit irgendwie, dass nicht zu lange sich hinzieht und manche Stellen, klar. Aber doch, bin zufrieden, gefällt mir. Mal schauen, was damit dann demnächst noch gemacht wird, ne? So, ihr Lieben, das war's dann mit diesem Set diesmal. Ja, okay. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüssi.